ProSieben-Nachrichten, ich begrüße Sie. Mit einer gewaltsamen Befreiungsaktion auf dem Flughafen von Marseille hat eine Antiterroreinheit der französischen Armee die Entführung der Air France-Maschine beendet. Das Kommando zur Befreiung wurde gegeben, nachdem die Terroristen, die in Algier bereits 3 Menschen getötet hatten, eine 4. Leiche auf das Rollfeld warfen. 4 muslimische Geiselnehmer wurden getötet, weitere 25 Menschen verletzt. Über Notrutschen zu beiden Seiten des Airbus A300 verließen die noch 170 Insassen die Maschine. Das Geiseldrama hatte am Heiligen Abend in Algier begonnen. Der Flughafen Marseille-Marignane am zweiten Weihnachtstag. Die rund 170 Passagiere des Air France-Flugs aus Algier sind erleichtert. Hinter ihnen liegen gut 54 Angststunden. 5 algerische Fundamentalisten, Mitglieder der bewaffneten islamischen Gruppe Jia, haben mehrmals bewiesen, dass sie bis zum Äußersten gehen würden. Insgesamt 4 Passagiere erschießen sie, um Druck zunächst auf die algerischen, dann auf die französischen Behörden zu machen. Der letzte Tote auf dem Flughafen Marseille ist dann das Signal für die französischen Elitepolizisten. Mit Blendgranaten sprengen sie die Eingänge zum Airbus. Es folgt ein Schusswechsel. Kranken- und Feuerwehrwagen sind fast umgehend an der Maschine. Sie nehmen die Passagiere in Empfang, die sich über Notrutschen ins Freie und in Sicherheit retten. Ein Rückblick. Am 24.12. hindern bewaffnete Männer am Flughafen Algier einen Air France Airbus mit 230 Passagieren an Bord am Abflug nach Paris. Alle Frauen und Kinder werden freigelassen. Die Terroristen erschießen nacheinander 3 Passagiere, um ihren Abflug nach Frankreich zu erzwingen. Am 26.12. erhält der Airbus kurz nach Mitternacht die Starterlaubnis und landet um 14:45 in Marseille. Um 17.20 Uhr beginnt die Eliteeinheit der GIGN mit der Erstürmung. Im Tschetschenien-Konflikt will die russische Regierung weiter einen harten Kurs fahren. Gleichzeitig hatten Vertreter des Nationalen Sicherheitsrates den Auftrag, mit tschetschenischen Rebellen zu verhandeln. Hinter diesen Widersprüchen vermuten Beobachter einen Machtkampf im Kreml. Bis hier haben unsere Truppen keine schlechte Arbeit geleistet, sagt Boris Jelzin. Die militärische Operation in Tschetschenien sei so gut wie abgeschlossen. Die in die Tausende gehenden Opfer unter der Zivilbevölkerung seien zu bedauern. Doch jetzt ist die Zeit reif, fährt der Präsident fort, mit politischen Mitteln Tschetschenien heim in die Russische Föderation zu holen. Eine provisorische Regierung hat Moskau schon eingesetzt. Doch ganz nach jugoslawischem Vorbild wird von Frieden geredet und Krieg geplant. Rund um die Region wurden heute sämtliche Flughäfen für die zivile Luftfahrt geschlossen. Die Armee bereitet offensichtlich eine groß angelegte Luftlandeoperation gegen Grosny vor. Im Kreml ist ein Machtkampf im Gange, der einem Staatsstreich nahekommt, sagt der US-Geheimdienst CIA. Falken und Tauben versuchen den Präsidenten für sich einzunehmen. Rücktritte und deren Dementis reichen bis in höchste Regierungsränge. Und immer mehr Zweifel kommen auf, ob der politisch geschwächte Boris Jelzin überhaupt noch Herr der Lage ist. Über Weihnachten schwiegen die Waffen in den meisten Teilen Bosniens. Nur Velika Kladuša in der Region Bihać wurde von den Krajina-Serben und abtrünnigen Moslems mit Artillerie beschossen. Während der Weihnachtsfeiertage sei man in ständigem Kontakt mit den Konfliktparteien gewesen und der Befehl, die Waffenruhe einzuhalten, sei von den meisten Einheiten befolgt worden, erklärte dieser UN-Sprecher in Sarajevo. Funkamateure aus der Region Bihać berichteten allerdings von Kämpfen um Velika Kladuša. Man werde die Situation im Auge behalten, hieß es bei der UNO. Deren Kommandeur General Rose traf sich in Pale mit Serben General Mladic zu Verhandlungen. Ziel der Gespräche, ein dauerhafter Waffenstillstand. Er soll 4 Monate dauern. In der Türkei endete heute einer der größten Massenprozesse gegen fundamentalistische Extremisten. 86 Haftstrafen zwischen 3 und 15 Jahren wurden verhängt. Die Staatsanwaltschaft hatte 29 Mal die Todesstrafe verlangt. Strengste Sicherheitsvorkehrungen und ein immenses Polizeiaufgebot begleiteten den spektakulären Massenprozess. Die angeklagten Moslem-Extremisten sollen für den folgenschweren Terrorakt am 2. Juli 1993 in der Provinzstadt Sivas verantwortlich gewesen sein, so die Staatsanwaltschaft. Dort hatten sie ein Hotel in Brand gesetzt, in dem sich linksgerichtete Intellektuelle zu einem Festival trafen. 37 Menschen starben in den Flammen, 60 konnten nur noch schwer verletzt gerettet werden. Nach der Urteilsverkündung warfen die Angeklagten wutentbrannt mit Sitzbänken nach den Richtern und kündigten einen, so wörtlich, heiligen Krieg an.
John Osborne ist tot. Der britische Dramatiker starb am Heiligen Abend im Alter von 65 Jahren durch Herzversagen. Bekannt wurde er vor allem durch sein Stück Blick zurück im Zorn. Osborne war in den späten 50er Jahren Wortführer der sogenannten zornigen jungen Männer, einer Gruppe sozialkritischer britischer Autoren. Der Weg aus den Weihnachtsfeiertagen wurde für manchen zur gefährlichen Schlitterpartie. Schneeregen und gefrorene Böden machten vor allem in Norddeutschland die Straßen zu wahren Spiegelflächen. Das Eis kam innerhalb einer halben Stunde. In Hamburg sah die Polizei keine andere Möglichkeit, als die Autobahn in Richtung Lübeck komplett zu sperren. Trotz der Warnungen über Rundfunk blieben die Autofahrer uneinsichtig. Die Folge: zahlreiche Wagen kamen ins Schleudern, die Fahrer verloren die Kontrolle über die Autos und schossen von den Fahrbahnen in Gräben und Böschungen. Zusätzlicher Schneefall am frühen Morgen führte zu einem neuen Chaos. Der Schnee fiel auf die Eisdecke, Schneckentempo war angesagt. Frontal stießen diese beiden Autos zusammen. Beide Fahrer hatten die Straßenverhältnisse falsch eingeschätzt. Ein Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, drei Personen wurden leicht verletzt. Bisherige Bilanz: über 110 Unfälle in Norddeutschland mit 25 Verletzten. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Doch dass man es auch übertreiben kann, bewies ein Amerikaner aus Ohio. Money, 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 must be funny in the rich man's world. Rund 42.113 Liter oder 21.600 Kilogramm 1-Cent-Stücke. Das Ergebnis einer 65-jährigen Sammelleidenschaft. Allerdings bekam der 70-jährige Besitzer der Pennies in letzter Zeit Platzprobleme. Der Keller war voll. Und so wurden nun die Angestellten der Steel Valley Bank zu Pfennigfuchsern. Seit Mitte Dezember zählen sie die Pennies nun schon 8 Stunden pro Tag. Und so wie es aussieht, werden sie wohl noch mindestens 2 Wochen so weitermachen müssen. Und zum Schluss der Blick auf das Wetter. Bedeckt und regnerisch, in Bayern und Sachsen schneit es anfangs noch. Doch bei Temperaturen zwischen 4 und 10 Grad wird es etwas wärmer. Das, meine Damen und Herren, war die Spätausgabe der ProSieben-Nachrichten. Auf Wiedersehen.